Schüttel on the Rocks wird präsentiert von Lidl. Da steckt richtig viel Schweiz drin. Und ausgestattet von Franke. Make it wonderful. Ja, der Marc Amacher hat eine Stimme wie eine texanische Dampflocke, zieht aber jeden Holunderblütensirup einem Jack Daniels vor. Und wenn zwei Berner Oberländer zusammen einen Hotdog machen, dann ist das wie ein Krümpelturnier in einer Küche. Grüß dich. Komm, lösen von meiner Gitarre. Ciao. Cool. Mama. Schön, bist du da. Hey. Ja, merci, dass ich da bin. Mega, mega. Ich habe jetzt etwas zu essen. Wir machen heute so ein bisschen. Ich denke, du bist immer so viel unterwegs. Also das Gefühl habe ich immer, wenn ich dich so sehe. Und dann denke ich, ich mache etwas, was du echt überall Hobby machen kannst. Also es geht so ein bisschen in die Richtung hier, so ein bisschen Hotdog. Aber wir machen nicht mit Würst, sondern mit Meatballs. Alright. So richtig. Und du kannst ein bisschen auch die eigene DNA reingeben, schlussendlich. Oder? Freue mich. Ja, ich mich auch. Kurz Hackfleisch für unsere Meatballs. Kannst du das auch noch drin tun? Ja. Meatballmasse machen wir ganz simpel, mit möglichst wenig Gewürz. Weil ich finde, weniger ist mehr. Was wir hier drin tun, ist noch ein Eigelb. Kannst du mir hier noch reinschlagen? Jetzt rein mit? Ja, rein mit. Perfekt. Ein bisschen Parmesan drin. Kannst du noch ein bisschen Wasser machen? Bio-Holunder ist übrigens sehr gut für die Stimme. Dann machen wir dir ein Holunderwässer jetzt. Gut. So, das ist gut. Da warten Sie mir noch Holunder drin. Es ist auch ein Rock'n'Roll, Holunder zu trinken, oder? Nicht. Ja, bei mir schon. Also, ja, noch. Hast du so gelten? Ja. Eben, wir machen ein bisschen Parmesan drin und Parmesan ist also so... Also der ganze oder nein, wie viel stellst du davon? Ja, so einfach. Weißt du, was du noch vielleicht über mich sollst wissen? Ich habe eigentlich gar nicht... Nicht gerne Parmesan? Allgemein, rohen Käse kann ich eigentlich nicht haben. Den würde ich jetzt aufhören. Jetzt sind wir hier noch ein bisschen, ganz wenig Sojasauce dran. Noch ein Tröpfchen zwei. Nachher tun wir ein bisschen Senf dran. So. Noch so ein bisschen Salz, ganz wenig drauf, Pfeffer kannst du hier von hinten nehmen. Gut, dann ein bisschen Ketchup. Gut. Knoblauchpulver. Ja. Mini, 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 mini. So. Paprika. Ja, kenne ich. Ein bisschen Curry. Mini, 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 mini. So, jetzt haben wir hier unsere Basismasse. Darfst du hier drinnen mal ein bisschen durchmischen? Mit roher Gewalt? Mit roher Gewalt. Willst du das Kessel haben? Das sind ja, mit Beinen da richtig schön. Was täuscht dich, Mensch? Soll ich ihm geben? Ja, du kannst ihm geben jetzt. Du kannst... Er ist schon noch frisch, das Zeug. Gell, schattig. So. Was soll ich das so machen? Mhm. Ist das hier Mode jetzt? Warte. Fertig Nivea. Ja. Dann nehmen die Sonnenblumen aus. Du wirst mir danken nachher. Aber, ah, sorry, ich hätte nicht. Aber du musst gerade einen Lauschen machen. Nicht überall so. Schau jetzt. So, Kugel. Weiter, ja. So. Und jetzt musst du schauen, wenn du ein bisschen Öl dran hast, klebt es eben gar nicht an den Knoten. So,
als nächstes machen wir so ein bisschen Zwiebelschweizer machen. So, können wir hier mal Zwiebeln schälen. Hast du gerne scharf? Klar. Kannst du das da rein tun, jetzt Pfanne? Dann kannst du oben drauf. Samtalen mit Samtalen. Jetzt haben wir hier noch ganz leicht ein bisschen Zucker drauf. Ja. Und dann tun wir das ganz langsam jetzt so ein bisschen einköcheln. Richtig lang. Also die Zeit nehmen wir jetzt. Das muss wirklich einfach. So, in dieser Zeit, in der das hier arbeitet, tun wir den Speck vorbereiten. Was soll ich jetzt mit dem Speck? Auf das Papier legen. Schön eins für eins. Eins für eins. Zuerst schauen Sie, jetzt kommt es langsam. Jetzt sehen wir so ein bisschen die Geschichte, die wir wollen, oder? Hier machen wir jetzt so eine Farmersauce. Aha. So ein bisschen Schlotzen, für so ein bisschen, wo ein bisschen Substanz hat. Dann nehmen wir drei Teile Ketchup. Also, den können wir auch gleich leeren. Den kannst du leeren, ja. Zwei Teile Mayonnaise dazu. Ja, dann leeren wir die Pocken, oder? Gut zusammenfangen? Ja, aber dazu steht so, sagen wir so, ein Drittel einfach von dieser Tube, nicht ganz, also vielleicht die Hälfte oder so. Längt das? Da gibt es noch so ein Training. Gut, super. Noch ein bisschen Paprika wieder. Ja. Ein bisschen Curry wieder rein tun. Ja. Jetzt tun wir nochmal Knoblauchpulver drin. Das ist nichts anderes als als getrocknete Knoblauch. Das ist gut. Ja, das längt. Noch ein bisschen Soja. Ja. Voilà. So, jetzt sind wir es mal so ein bisschen nicht schnell. Ich tue mal den Speck hier oben. Gut, das reicht. Oh ja. Scharf? Nein. Machen wir es noch. Hm? Oh, kann man brauchen. Wir haben das Mess bräuchte. Mhm. Was wollen wir noch drin tun? Noch ein bisschen, sicher noch ein Schnittlauch. He? Super. Dann nehmen wir noch ein frische Päterli, nehmen wir auch noch rein. Ja, kann ich da rein damit? Nehmen wir hier das Apfel, das Fläschchen hier. So, jetzt habe ich gemerkt, dass du unbedingt noch ein frischen Knoblauch willst. So, ein natürlich gut. Ein bisschen salzen kannst. Und dann fangen wir an, unsere Meatballs rauszubräteln. Was haben wir denn eigentlich jetzt fabriziert? Ein Joghurt mit ein bisschen Knoblauch und Salz. Das füllen wir dann auch ins Fläschchen ab hier. Ah! Hitze, ew. Warte, da müssen wir den Trichter nehmen. Ja, haben wir da einen Trichter? Bis du den Trichter hast, habe ich den da schon eingefüllt. So geht's? Ja, drei oder neben geht viel. Ah, eben. Warte schon. Ja, das ist auch doch nicht so einfach. Schau mal schnell mal. Hier. So, unbedingt. Nochmal. Das ist nachher. Das ist der Shit, hä? Schön goldig sind sie. Noch hier noch ein bisschen Gürkli machen, dann kannst du von eins gehen. Die Brötchen hier auftun. Ja. Und dann musst du die schnell in den Ofen legen, so 2-3 Minuten. So. Nicht ganz durchschneiden. Aha. Schau jetzt hier die Farmersauce rein. Oh. Hast du noch Sterne bekommen? Bist du wahnsinnig. Nee. Sterne noch nicht im Auto und Punkte da unten oder so. Das ist nicht <nie. lacht> Sehr gut. Cool. Von dieser Farmersauce drauf, so, schau hier, so ein bisschen. So ein bisschen, ja, perfekt. Unsere karamellisierte Zwiebeln. Schau mal, wie geil. Das sieht super aus. Da. Das sieht gern besser aus. Gell? Jetzt kommt noch einer meiner Lieblings. Das ist der hier. Oh, wir sind. Oh, wir sind. So. Voilà. So, nehmen wir da. Voilà. Ja,
Also optisch ist es einfach, ich kann einfach viel so Zeug, gell? Mhm, finde ich schon. Das ist super. Gell? Mhm. Ich kann viel, hä? Super. Mhm. Alle. Mhm. Okay. Mhm. Schudel on the Rocks wurde Ihnen präsentiert von Lidl. Da steckt richtig viel Schweiz drin. Und ausgestattet von Franke. Make it wonderful.